Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. In der letzten Folge standen wir für so ein Rätsel, das werden wir jetzt überspringen, beziehungsweise das werden wir jetzt auflösen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ist die Lösung, liebes Spiel? Ja, will ich überspringen. Die Lösung lautet: Wir haben bis hierhin lang gerätselt. Wir haben alles gegeben. Nein, ich bin nicht hier das Supertalent. Nee, was war das? DSDS, genau. Also, was ist die Lösung? Verflucht seien alle, die entweihen den heiligen Tempel. Ja. Sterben werden sie durch die lebende Statue. Ach. Nur die Auserwählten werden Gnade finden. Wir waren... Das ist nicht nur ein Kalender, sondern ein Fluch. Zacharias Greystock vom Club wurde wie vorhergesagt getötet. Vielleicht finde ich die Verbindung zwischen Greystock und dem Fluch im Clubhaus. Ich brauche einen Durchsuchungsbefehl. Also, wir waren sehr, sehr, sehr nah dran. Wir waren sehr nah dran, wer es von euch rausgefunden hat. Trotzdem frage ich mich, wie man das hätte rausfinden sollen. Also, es ging, weil nur um die Formulierung ging es. Gut, wir uns einen Untersuchungsdurchfehl. Was? Ein Durchsuchungsbefehl? Untersuchungsdurchfehl? Was ist das denn? Wo kriegen wir den denn? Schauen Sie ja, was haben wir hier? Auf der Rückseite sind die Symbole. Der Maya-Kalender trägt einen Fluch in sich. Der Mord wurde also so verübt, wie die Prophezeiung es vorhersagt. Da das Opfer ein Mitglied des Archäologie-Clubs war, sollte auch das Clubhaus untersucht werden. Dafür ist ein Durchsuchungsbefehl nötig. Och Mensch. Na gut. Hören wir uns einen Durchsuchungsbefehl. Sie finden den Dieb schon. Wie immer diese kleinen Nebengeschichten sind. So, wir gehen mal wieder zum Clubhaus. Ja, also da waren wir ganz, 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 ganz knapp. Und jetzt gucken wir mal, ob wir schon irgendwas deduzieren können. Wir haben Fakten über die Tat. Wurde durch einen Speer aus dem Rücken. Nach der Tat sah Charles. Verflucht sein Alldinger, genau. Das hier und das hier passt zusammen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, woraus wir schließen können. Sir Charles sah die Statue von Tekun Uman wegrennen oder Sir Charles sah keine Statue wegrennen. Entweder er lügt oder das, was er gesehen hat, war ein Mensch. Da gehe ich mal von aus. Weil wer an Flüche glaubt, der glaubt auch daran, dass Globuli helfen. Ja. Gut, Sir. Wir holen uns mal im Moment. Wir gucken einmal, ob wir noch was anderes deduzieren können. Körperliche Stärken. Okay, na, komm. Maya-Kalender. Das würde zwar zusammenpassen, aber... Also damit will ich sagen, er war alleine, deswegen kann es die Statue halt gewesen sein, aber... Was sagt die Polizei? Wissen Sie irgendetwas? Nein, wir müssen ihn noch weiter untersuchen. Deswegen brauchen wir einen Durchsuchungsbefehl. Was hier denn? Jetzt kann ich hier drauf gucken. Cool. Was für eine tolle Saison. Ja, habe ich gut gespielt. So, die Leiche wurde mittlerweile weggeschafft. Die Tafel auch, das sind alles Beweisstücke. Ein Mord in meinem Club. Da geht er hin, unser guter Ruf. Wie kriege ich denn jetzt den Durchsuchungsbefehl, bitte? Nur Clubmitglieder haben Zutritt. Habe ich denn noch irgendwas, was ich untersuchen muss bei mir zu Hause? Nein. Beschaffen Sie sich einen Durchsuchungsbefehl. Da muss ich dann mit... bei Scotland Yard wahrscheinlich mit irgendwem reden. Na gut. So, was fehlt uns noch? Wir haben auf jeden Fall zu wenig Beweise. Wir brauchen ein Motiv. Wir brauchen einen genaueren Tathergang. Warum das alles? Was hat es mit dem okkulten Okkult auf sich? Da in die Richtung haben wir noch gar nicht ermittelt. So, wir schauen mal, wo ist denn hier unser Chef? Wo war denn der? Wir benötigen einen Durchsuchungsbefehl für das Clubhaus. Wir benötigen einen Durchsuchungsbefehl für das Clubhaus. Das ist sehr richtig, wenn du mir jetzt so sagst, wie ich den kriege. Irgendwo war doch hier Lestrades Büro. Hier. So, Digga, wir brauchen durch
Der ist immer hier mit seinem Revolver am Spielen. Sollten Sie nicht an einem Ihrer Fälle arbeiten, anstatt mich hier zu stören? Auch Ihnen einen guten Tag, Inspektor. Ich muss Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Ein Durchsuchungsbefehl für das Clubhaus. Nein, nein, nein. Warum nicht? Jetzt geht diese Raterei wieder los hier. Augenringe, Schlafmangel. Augenringe, Schlafmangel. So, was haben wir noch? Augenringe, Schlafmangel. Oh. Das ist Wein. Dann hat er Kopfschmerzen. Ist ein Kater oder fühlt sich unwohl? Obwohl mit dem Schlafmangel wird ja auch ein Kater passen. Ah, wenn er die Waffe reinigt, ist er gut gelaunt. Aha, er hat ein Date gehabt. Passt. Na, endlich liegen wir mal richtig. Lestrade ist übermüdet. Er hat in der vergangenen Nacht schlecht oder wenig geschlafen. Er hat Wein getrunken. Jetzt hat er Kopfschmerzen. Dass er seine Waffe putzt, zeigt, dass er gut gelaunt ist. Er hat ein Taschentuch als Andenken, das nach Frauenparfüm duftet. Mrs. Robin, die Frau eines britischen Abgeordneten, könnte ein Grund für den momentanen Zustand von Lestrade sein. Da ich nicht ins Clubhaus kann, brauche ich eine andere Beschäftigung. Ach, wissen Sie zufällig, ob Sir Robin in der Stadt ist? Keine Ahnung. Und wie um Himmels Willen kommen Sie darauf, dass ich das wissen könnte? Nun, ich hatte da mal einen Fall, in dem ging es um einen wollüstigen Inspektor. Nein, Sie irren sich. Da ist nichts Unehrenhaftes. Ach hier, nehmen Sie Ihren Durchsuchungsbefehl. Er hat sich geweigert, Ihnen den Durchsuchungsbefehl zu geben? Oh nein, ich habe ihn bekommen. Ich brauche Sie jetzt eine Weile nicht, Watson. Bis später. Gut. Wir durchsuchen das Haus. So, ab zum Club. Da bin ich ja mal gespannt, was uns da erwartet. So, und zwei Personen werden wir noch kennenlernen, die zu diesem Fall dazugehören. Das ist ja sehr mysteriös, ne? Also irgendwie hier so ein Gruselkabinett hier mit rumlaufenden Statuen, die Leute ermorden. Gut. Was machen die denn hier? Und die gucken Sir Charles, ein Mord in seinem Club. Haha, ich habe einen Durchsuchungsbefehl. Sir Charles, ich habe einen Durchsuchungsbefehl und möchte einen Blick in das Clubhaus werfen. Gut. Hier, der Schlüssel. Aber ich protestiere. Naja. Protestier du mal. Gray Stoke soll durch den Speer der Statue geschossen sein. Au, au. Warum sagt die Polizei? Gut. Oi. Nein! Schon wieder ein toter Bär. Was soll denn das? Gut, wir machen mal wieder hier unseren an der rechten Wand entlang Trick. Du Armer, ne? Wie kann man nur einem Bären sowas antun? So, was haben wir hier? Sir J. Bromsby. Die Sammlung des verstorbenen Mr. Bromsby. Hat er irgendwelche Reliquien gesammelt? Dann haben wir hier... Das ist aber auch hier ein bisschen okkult, ne? Die Sammlung des verstorbenen Mr. Blinkhorn. Die Sammlung des verstorbenen Mr. Smith. Die Sammlung des verstorbenen Mr. Sutherland. Also jede Menge Sammlungen hier zu finden. Die Sammlung des verstorbenen Mr. Robert. Von entsprechend
hohem Wert, nehme ich mal an. Was haben wir hier im Buch? Diese Truhen wurden kürzlich geliefert. Sie stammen aus der Sammlung von Zacharias Greystoke. Der gestorben ist. Was haben wir hier? Das sieht aus wie ein... Aha, in Guatemala? Das ist wohl ein Teil einer Statue aus Guatemala. Aus massivem Gold. Das ist ein Vermögen wert. Genau, wollte ich gerade sagen. Also wahrscheinlich ordentlich was wert hier, diese Teile. Teil einer Statue. Ist da sonst noch irgendwas zu finden? Dieses Stück wurde sauber und gekonnt abgesägt. Diese Antiquitäten sehen wertvoll aus. Interessant. Alle Besitzer dieser Sammlungen sind verstorben. Na, das ist aber ein komischer Zufall, hm? Das sieht auch sehr, sehr hübsch gemacht aus hier im Spiel. Das muss ich ja immer wieder sagen. Sollen wir ein bisschen Musik machen? Nee. Expedition nach Guatemala. Da waren noch ein paar mehr Leute dabei. Zacharias Greystoke. Das ist Sir Charles Yellingham, der Direktor des Clubs. Wer dieser Mann wohl ist? Guatemala 1881. Sieht nicht wie ein Bowls-Turnier aus. Moment. Hätte man das vorher sehen können? Oder ist es wirklich retuschiert? Das ist ja krass. Das Bild sieht beschädigt aus oder aber bearbeitet. Ich nehme es mit. Na, da werden wir unter dem Mikroskop mal drauf gucken. Oder wie auch immer man das rausfindet. So. Hier ist der Schreibtisch vom Chef. Was haben wir hier? März 1881. Juwelier Ness und Söhne. Sir Charles Yellingham, wir bestätigen den Erhalt Ihres Verkaufsgegenstandes, ein 458 Gramm schwerer Teil einer Massivgoldstatue aus Guatemala. Wir erklären uns damit einverstanden, diesen Gegenstand zu erwerben. Fälliger Betrag wird innerhalb von 48 Stunden nach Zustellung dieses Briefs gezahlt werden. Obwohl diese Transaktion vollkommen legal ist, versichern wir Ihnen, dass die gesamte Angelegenheit vertraulich behandelt wird. Der veräußert also hier Kunstgegenstände, der Schlingel. Das ist schon mal da. So. Was haben wir hier? Der 50. Geburtstag von Lord Stevenson. Aha. Und wir sehen, er war wirklich beim Militär. Sir Charles war einst Hauptmann der Armee. Und zwar als Hauptmann sogar. Sehr geehrter Sir Charles, hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir eine weitere Tranche auf das Konto Ihres Clubs überwiesen haben. Allerdings wurden aufgrund früherer Verzüge die Zahlungsperiode auf einen Monat und die Kreditsumme auf 1000 Euro reduziert. Falls Sie weitere Informationen über Ihr Konto benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an den Direktor unserer Bank. Also Geldprobleme hat er offenbar auch noch. Charles Yellingham hat eine große Familie. Ja, viele Kinder, Frau. Für Mr. Oliver, Geschäftsführer von Royal Parties, zwecks Organisation der Feierlichkeit im Zuge der Preisverleihung unseres Bowls Clubs. Die Bestellung für die Abendveranstaltung, 20 Kisten Champagner, Restaurantabendessen für 40 Personen, musikalisches Ensemble für Unterhaltung, 30 Blumenarrangements als Tischdekoration, Einladungskarten für die Gäste. Ich weiß, dass es recht kostspielig werden wird, aber bitte gewähren Sie mir eine vertretbare Frist, nach der die Zahlung erfolgen soll, wie wir das ja bereits beim letzten Großauftrag gemacht haben. Vielen Dank im Voraus. Mehr Schein als Sein, kann ich da nur sagen. An Sir Charles Yellingham von Brittany Lovelace. Leitende Buchhalterin bei der Lloyds Bank. Oh, ich dachte gerade erst, aber dann. Sehr geehrter Sir Charles, unseren Unterlagen zufolge sind Sie erneut in Verzug mit der Zahlung Ihrer Kreditraten an uns. Und das zum vierten Mal. Jede Zahlungsverzögerung führt zu einer Strafgebühr von 7 Pfund 10 Schilling. Nach eingehender Beratung stimmen wir Ihrem Vorschlag zu, einen Teil der Sammlung Ihres Clubs in Zahlung zu nehmen. Die Objekte werden in einer privaten Auktion versteigert und der gesamte Erlös wird auf Ihren Kredit gerechnet. Interessant. Der Club kann offensichtlich seine Bankschulden nicht zurückzahlen. Yellingham, ich habe es hier schon vor allen gesagt. Sie dürfen den Kalender nicht weggeben.
Ich will ihn untersuchen. Wir müssen noch vor der Preisverleihung darüber reden. Ich habe die anderen Personen bereits über diese Sache in Kenntnis gesetzt. Zacharias Greystoke per Telegramm. Eine Nachricht an Sir Charles von Zacharias Greystoke, dem Opfer. Junge, 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 hier ist aber einiges am Bach, im Busch, im... So, das eine Bild, was da eben auf dem Schreibtisch stand, das steht hier oben nochmal. Ansonsten... Ist das ein sehr einsamer Mann, der sich selber Schach spielt? Und das ganze Ding besteht nur aus einem großen Raum. Wir schauen mal, ob wir das übersehen haben. Wenn dem nicht so ist, können wir auf jeden Fall jede Menge deduzieren. Zum Beispiel, Kunstgegenstände werden hier veräußert. Wir haben ein erstes mögliches Motiv, nämlich dass der Greystoke, dem Besitzer dieses Ladens, hier ein bisschen zu dicht auf die Pelle gerückt ist. Der Laden hat Schulden, also schauen wir mal, inwieweit uns das weiterführt. Also, Fakten über die Tat. Greystokes Sammlung wurde nach seinem Tod an den Club vermacht und Clubschulden. Sir Charles wollte, dass Greystoke stirbt, um seine Sammlung zu erhalten und verkaufen zu können. Sir Charles hätte jede andere Sammlung aus dem Club verkaufen können. Richtig. Das hätte er. Also ist an der Sammlung was Besonderes und das müssen wir rausfinden. Aber was? Entschuldigung, ich wollte noch nicht gehen. Sir Charles wusste, dass Greystoke in der Mordnacht im Club sein würde. Und deswegen war er alleine da, um den Tat zu planen. Sir Charles hatte Zeit und die Gelegenheit, sich auf den Besuch seines Opfers vorzubereiten, siehst du? Genau das meine ich. So, dann wissen wir noch... Eigentlich müssten die Sachen zusammenpassen. Gut. Wir brauchen mehr Hinweise. Gucken wir mal, was das Spiel uns jetzt vorschlägt, was wir als nächstes tun sollen. Ah, genau. Wir müssen noch hier... Das ist der Schlüssel. Die besitzen beide einen Teil der Statue. Die Bank mit den Schulden. Und da müssen wir ihn zu fragen. Und das hier müssen wir untersuchen. Und das hier müssen wir auch erfragen. Okay. Also, wir stellen nochmal ein paar Fragen hier. Und dann gehen wir bei uns mal eben ein paar Sachen unter unserem Alchemietisch untersuchen. Ob da eventuell eine Foto herum manipuliert wurde. Sir Charles, Sie sagten, dass Sie nicht wüssten, warum Mr. Greystoke zu solch später Stunde hier war. Genau, ich habe keine Ahnung. So, wenn er das nicht gewusst hätte, was würde dem widersprechen? Keine Ahnung, warum Greystoke hier war. Er hatte mal Schlüssel fürs Clubhaus. Nein. Durchsuchungsbefehl, Fotografie aus dem Club, Telegramm. Aber Mr. Greystoke hat Ihnen geschrieben, dass er zusammen mit einer weiteren Person vorbeikommen würde. Ah, nun ja, das stimmt. Er hatte sehr viel Aufhebens um den Maya-Kalender gemacht. Daher wollte er mich vor der Siegerehrung sehen. Aber ich weiß nicht, was er genau wollte oder wer diese weitere Person ist, von der er sprach. Eine feine Sammlung, jedoch mit einer verstörenden Gemeinsamkeit. Oh, alle Stücke stammen von unseren Mitgliedern. Das ist zwar richtig, aber... posthume Spende. Das ist ja kein Gegenbeweis jetzt, ne? Also, was hat er gesagt? Moment, nochmal gucken. Eine feine Sammlung, jedoch mit einer verstörenden Gemeinsamkeit. Seine Antwort, alle stammen von unseren Mitgliedern. Das ist ja eigentlich richtig, aber posthum richtig. Durchsuchungsbefehl, nein, Fotografie aus dem Club, nein, Schlüsselclub, Maya-Kalender.
außer der Maya-Kalender? Nee, es sind alles posthume Spenden. Also das ist das, worauf ich ihn auf jeden Fall festnageln will. Aber nur von verstorbenen Mitgliedern. Auch von Mr. Greystoke. Ja. Aber es ist eine Clubvorschrift, dass alle unsere Mitglieder ihre Sammlungen im traurigen Falle ihres Ablebens uns vermachen. Bringt uns nicht weiter. Dann müssen wir ihn eventuell mit Hilfe des Fotos überführen. Autsch! Das heißt, wir reisen mal eine Runde in unser Büro. Was war denn mit dem Foto? Eine manipulierte, beschädigte... Ja, was könnte denn auf diesem Foto drauf gewesen sein, dass es sich lohnt, sozusagen da was verschwinden zu lassen bei der Expedition? Möglicherweise diese Statue, wo diese Goldteile abgesägt wurden, die beiden gemeinsam gefunden haben. Oder eine weitere Person, die auf dieser Reise dabei war. Vielleicht meine Nachbarin. Vielleicht die Geliebte von Lestrade. Man weiß es nicht. Finden wir raus. Fragen mich ja jetzt, ob wir auf unserem Alchemietisch die Sachen jetzt auch wieder herstellen können. Also im Sinne von... aber den müsste man, glaube ich, das Negativ haben, ne? Würde ich mal so vermuten. Ja, wir gucken mal. So. Dieser Bereich wurde übermalt. Ich muss herausfinden, was sich darunter befindet. Dazu brauchen wir Lösungsmittel und eine Pipette. Jetzt tun wir erstmal das Lösungsmittel hier drauf. Ein paar Stellen. Jetzt die Farbe vorsichtig mit einem Tuch entfernen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ach, sieh mal einer an. Ein Typ, der genauso aussieht wie der Typ in der Vorschau, als wir die Statue, also den Hergang untersucht haben. Und vor allen Dingen hat er einen Speer in der Hand. Aha, da ist eine weitere Person abgebildet. Kann ich vielleicht irgendwie helfen? Sehen Sie, dieser Mann mit geschwollenem Auge war aus dem Bild herausretuschiert worden. Die Folgen eines Kampfes etwa, oder was meinen Sie? Vielleicht. Oder das Symptom einer seltenen tropischen Krankheit, die in Zentral- und Südamerika vorkommt. Südamerika, brillant, Watson! Nichts zu danken. Ist sie tödlich? Nun, er könnte sie überlebt haben. Ich werde Sir Charles fragen, aber was der wohl antwortet? Ich habe eine Idee. Solche Krankheiten werden nur im Krankenhaus für tropische Krankheiten behandelt. Ich habe dort ein paar Bekannte. Oh ja? Ich höre mich mal um. Es ist unwahrscheinlich, aber wenn der Fremde in London ist, werden sie ihn kennen. Ja, was wir da herausfinden werden, das seht ihr in der Hallo Toby. Ich hoffe, der Knochen stammt nicht aus Watsons Sammlung. Ja, was wir da herausfinden werden, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, seid ihr wieder dabei. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen hier bei Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Bis zum nächsten Mal. Und ich gehe eine Runde boxen. Na, das klappt ja toll. Tschüss.